If I got superpowers, I'd stop the clock. Be right here in this moment, you're all I want. If I got superpowers, I'd stop the clock. Wish I got superpowers. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Folge Nummer 54 von Minecraft for the Stranded. Nee, jetzt erstmal checken, ob die Aufnahme auch wirklich ist und ob sie ist und war und sein tut. Und erstmal checken, ob der Server an ist. Ansonsten ist es nämlich da, brauche ich ja wieder 3 Stunden hier. Na wunderbar, er scheint on zu sein. Ob er auch wirklich gleich lagfrei funktioniert, das ist natürlich nochmal die andere Frage. Ja, bin ich überhaupt so halbwegs synchron? Ja, keine Ahnung. Meine lieben Freunde der asynchronen Kim-Qualität. Nee, ja, Freund. Wer ist der Freund von, nicht? Mal gucken, ob da irgendwer Freund von ist. Wir starten. Wir haben Großes vor. Und zwar haben wir irgendwas vor. Was jetzt genau, weiß ich nicht. So, guten Tag, herzlich willkommen auf dem Server. So, wir sind hier auf unserer Insel. Ich hoffe, meine Maus funktioniert jetzt wieder. Ich habe gestreamt. Vanilla, das hat ein bisschen irgendwie wehgetan. Ja. Warum ich übrigens gar keinen Vollschaden kriege, weiß ich auch nicht. Vielleicht 85% Damage absorbt bei Power. Damage Level Protection und Powered, Fall Damage negated when powered. Aha. Achso, when powered, okay. Ja gut, ich bin definitiv immer gepowered wegen dem guten Teil hier. Das ist hier definitiv klar. Ja. Wow. Das hat ja kurz mal ein bisschen gelaggt. Wir haben 71.000 Silicon und können kurz mal gucken, was mit unseren Festplatten so alles abgeht. Der hat 300.000 Bytes geused. Alles klar. Wir gucken erstmal, was nicht nur beim Silicon abgeht, sondern was auch abgeht bei den vielen anderen Dingen, die wir so nebenbei farmen. Wir haben zum Beispiel 1200 Rubber. Okay, das ist... Oh. Oh, das ist okay, weil wir nämlich... Oh. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, wir haben irgendwie 5 Quantum Solar Panel. Aber wir haben tatsächlich 5 Quantum Solar Panel. Das ist schon mal ganz cool. Also ich möchte euch nur mal kurz die Dimension davon vorstellen. Ja, 10 Quantum Solar Panel sind 80 normale Solar Panel. Und das Problem ist allerdings, ja, dass ich ja, brauche ich dafür eigentlich noch normale? Wunderbar, ich habe anscheinend alle Eisenplatten weggepackt. Oh! To craft 320. 320 Electronic Circuits. Stimmt, kann ich Electronic Circuits jetzt eigentlich machen? Oder, also muss ich die jetzt immer noch mit Yu-Gi-Oh! Meta craften? Oder habe ich im Grunde genommen jetzt alles halbwegs vernünftig automatisiert? Oder, nee, wir machen das mal anders kurz. Machen wir kurz 2000. Genau, da fehlen natürlich jetzt Rubber. Aber ansonsten ist wichtig, Insulated Copper Cable. Die Copper Cable, dafür brauche ich Copper. Und dann brauche ich Eisenplatten, dafür brauche ich Eisen. Außerdem brauche ich Redstone für die Electronic Circuits. Und damit müssen wir Electronic Circuits eben nicht mehr mit Dings machen. Das ist ganz praktisch. Genau, also 10 Quantum Solar Panel brauchen 40 Nether Stars. Gut, das ist jetzt nicht so das große Problem. Ich habe ja nur 4 Millionen oder noch mehr. Die brauchen erstens 2000 Rubber, die brauchen 6.500 Iridium, ja, 6.500, und das obwohl der gerade, also der hier hinten, der Dude, der macht seine Arbeit recht gut, aber der wird sie am Ende, achso, weil der nur 1 Million EU braucht, ne, klar. Ach, der macht im Moment ja gar kein Iridium, ja, genau, der macht ja Sonarium. Wie viel Sonarium haben wir denn? Wow!
Wow. Jo. Der wird seine Arbeit zum Ende in der Folge noch besser machen. Ja, wie viel Glowstone haben wir? Und wo kommt das Glowstone überhaupt? Was mich gerade mal so interessiert. Wir haben doch bestimmt. Also, was wir mal kurz machen können, ist, dadurch, dass wir hier. Ah, wir haben eine Whitelist und die reicht leider nicht für alles, ne? Ah. Warum gibt es keine größeren Item? Was ist Itemfilter? Gibt es hier auch. Kann man hier auch. Was macht Advanced Item? Also, da kann ich mehr Einstellungen machen, aber heißt das. Das ist nicht Counting. Okay. Und, oh, krass. Ich habe Set Logic Controller. Wie viele Set Logic Controller habe ich? Zwei. Okay. Kann der mehr? Whitelist, Match Metadata, Match NBT Data, Data. Oh, okay. Ja, das heißt, es gibt wirklich zwei Reihen. Wunderbar. Dann machen wir den doch einfach. Iridium, Uranium, Lonsdaleite, Zink, Firestone. Oh. Iridium, Uranium, Zink, Zink. Lonsdaleite, Firestone. Ich glaube, jetzt fange ich an zu brennen. Ne? Ja, wir müssen damit klarkommen. Ach du Scheiße. Bzit. Okay, das heißt, mit Advanced Item Filter kann ich was Größeres. Kann ich mehr Items aussortieren. Das ist wunderbar. Glowstone. Danke. Habe ich immer noch? Ne, jetzt habe ich es nicht mehr im Inventar. Wunderbar. So, Glowstone. Und zwar Ore Dictionary. Ist gar nicht schlecht, die Idee. ja, Ore Metal, das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Sticky Mode. Was macht denn der Sticky Mode? Sticky Mode. Item. Filter. Okay, also offensichtlich. Ja, ups, Advanced Item Filter. Also, it also includes the filter based on MBT data, original dictionary and item damage. Additional, it adds sticky mode, which makes the filter only respond to other filters with sticky mode enabled. Das ist interessant. Obwohl ich da tatsächlich auch einen anderen Kanal einfach nehmen könnte. Naja. Egal. Da könnte ich halt wirklich, ne? Naja, keine Ahnung. So, Glowstone wird hier jetzt jedenfalls aussortiert. Und was wir jetzt nämlich machen können, ist hier einfach die Priority mal 2 hochzustellen. Und das heißt, dass der hier jetzt kein Glowstone mehr reinpackt. Denn das Problem war, dass er den Glowstone dann immer in die Segments gepackt hat und dass wir deswegen mehr Glowstone Dust bekommen haben, den wir aber gar nicht haben wollen, sondern zum Beispiel eher Glowstone. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass hier. Oh, wir haben jetzt schon 610 Glowstone. Vielleicht kommt hier nochmal was bei rum. Aha, da ist einer mehr. Ja, aber ich glaube nicht, dass der so schnell ist. Boah, der ist halt echt. Der rast ja hier richtig durch. Wir machen das mal so. So.
Was wir hier nämlich haben, ist, und das wollte ich, hatte ich ja eben schon erwähnt, was wir hier hinten haben, sind halt 5 Quantum Solar Panels. Und die sind halt recht krass. Und was wir damit machen können, ist diese Maschine hier hinten mal so ein bisschen mehr auf Hochtouren bringen. Und das werden wir jetzt auch tun. Und zwar haben wir hier schon 5 Transformer Upgrades drin. Wir brauchen mal ein paar Energy Storage Upgrades. Das sollte möglich sein, oder? Braucht der Electronic Circuits? Sag mal bitte nicht, der braucht. Oh, der braucht Electronic Circuits. Warum? Ah, ich habe keine Electronic Circuits mehr. Circuits. Oh. Oh. Macht der hier eigentlich gerade Electronic Circuits? Tatsächlich. Ja, gut, aber wenn er die craften muss, ist ja nicht schlimm. Oh, das ist gut, dass wir Rubber automatisiert haben, ne? Wie viel brauche ich denn? Wie viel Rubber brauche ich? Boah, krass, ich brauche ja richtig, richtig, richtig viel Rubber. Was wir erstmal machen, ist die Rubber-Produktion ein bisschen beschleunigen. Also, das können wir auf jeden Fall mal als erstes machen. Quantum Solar Panel. Das ist so krass. Wir haben 5 Quantum Solar Panels, ey. Ich nehme mal kurz alle raus. Quantum Solar Panel, wie viel haben wir jetzt überhaupt auf der gesamten Insel? Oh. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alleine, dass hier 3 sind, ne? 7, 8, 9. Und ich glaube, das sollten alle sein, ne? Ich glaube, mehr als 9 dürften wir nicht haben. Ja. Gut. Und dann upgraden wir mal den hier erstmal. Haben beide 5 Transformer-Upgrades. Bitte sag mir, dass beide 5 Transformer-Upgrades haben, ja. Also, nur um das mal kurz zu erklären. Die Idee, die ich immer habe, ist, dass 5 Transformer-Upgrades das Power-Tier auf 5 anheben und dass das, glaube ich, gleich unendlich ist. Habe ich zumindest immer so verstanden, weil man ja diesen, man hat ja den Quantum Generator. Ich weiß ja nicht, ob ihr den zufällig noch kennt, den guten alten Kollegen hier. Na, wir haben ja den guten, das gute Teil, den wir auf, oder den Kollegen hier, den wir auf jeden Fall auch mal craften werden, weil der uns wirklich viel bringt, weil wir im Grunde genommen an so einem Modular Transformer nämlich 4 Quantum Generators auf 25.124 EU stellen können, denn mehr akzeptiert er nicht. Also der mehr, viel mehr akzeptiert er nicht. Man kann beim Quantum Generator, um das zu erklären, das ist im Grunde genommen so ein Creative Generator von IC2, aber man kann da ins Interface einfach reingehen und kann dem sagen, wie viel er ausspucken soll. Und auch auf welchem Power-Tier er das machen soll. Das ist halt mega praktisch, ne? Weil man sich einfach einen Quantum Generator, also es ist halt ein super lustiges Teil. So. Ja. Und dieser Quantum Generator kann, da kann man das dann halt einstellen und da kann er eben Power Tier 1, Power Tier 2, Power Tier 3, Power Tier 4, Power Tier 5 und Power Tier Infinity. Ja, kann man da auswählen, auch zusätzlich noch. Und die Maschinen haben ja allerhöchstens, logischerweise, Power Tier 1. Ja, also wenn man sich hier den Mace Raider zum Beispiel mal anguckt, also Mace Raider hat halt Power Tier 1. Und wenn ich da jetzt 5 Transformer-Upgrades reinpacke, dann steht da Increased Energy Input hier bei 5. Ich nehme an, das ist das gleiche wie das Power-Tier. Dann hat er ja ein Power-Tier von 6 und das entspräche dann ja im Quantum Generator Infinity. Das ist mein Gedankengang. Und deswegen packe ich überall 5 Transformer-Upgrades rein, weil ich da dann auch ein Quantum Solar Panel draufstellen kann und der mir sagt, ja, YOLO, mach mal. So, hier kommen jetzt definitiv mal ein paar mehr Teile ran. Nehmen wir uns mal kurz einen Cobblestone Generator. Ich habe keine Cobblestone Generator mehr. Aber ich habe doch ein paar Buckets. Oh, ich habe sogar Water und Lava Buckets. Oder auch ein Water Bucket. Was ist das denn? Das ist ein Nullificator. Ja, stimmt. Progressive Automation. Uses extra pick durability to mine cobble from an internal Cobblegen. Aha, interessant. Nee, aber mehr als ein Cobblestone pro Tick wird es wohl nicht sein. Wir machen mal zwei weitere und nehmen uns mal Conduits. Also erstens nehmen wir uns auch mal davon welche. Das ist echt. Wir brauchen auch mehr davon. Wir brauchen immer, immer mehr davon. Als ob wir schon wieder kein Holz haben. Boah, Leute, ey. Naja. So, wir nehmen uns Conduits, habe ich gesagt.
Danke. Und packen die. Achso, wir sollten die vielleicht auch erstmal upgraden. Zack. So, hier haben wir zwei davon. Und deswegen übrigens habe ich Blaze Rods in das Teil eingespeichert. Ja, weil wir jetzt sagen können, wunderbar, ich hätte gerne mal kurz ein paar Blaze Rods. So, wum wum. Extract always active, extract always active und insert. Und hier zu den Extractern kommen noch ein paar Item Conduits, Speed Upgrades. Und jetzt sollte der sich eigentlich wieder füllen. So, habe ich eigentlich schon in die Energy Storage Upgrades geordert? Ich glaube nicht, ne? Natürlich nicht. Machen wir einfach mal 30. So, das sollte auch passen, oder? Sollte auch nicht zu viel fressen. So, Rubber haben wir halt, ne? Also jetzt haben wir auch nur noch 1100. Deswegen, ne, weil man halt echt sieht, dass Electronic Circuits schon wirklich, wirklich Rubber fressen, können wir die Maschine hier echt mal aufs Maximum upgraden, ne? Also, ich habe tatsächlich nicht wirklich gewusst, was ich in dieser Folge machen werde, weil halt nicht viel zu tun ist, weil man sich halt fragen kann, was machen wir überhaupt und was brauchen wir, ne? Wo ist das Ziel? Und das Ziel ist ja, diesen Schritt zum Dire Crafting Table, diesen Schritt zu Infinity Catalysts und Infinity Ingots und sonst, apropos Infinity Catalysts und Infinity Ingots, habe ich den ja eigentlich mal... Oh, 832. Oh, okay. Wow. Aber halt auch 28 Stacks hier, ne? Das ist halt so viel, eigentlich. So, ne, Richtung Infinity Ingots und ne, generell Richtung sollten, ne, sowas. Dass wir das ja machen wollen und das, was wir dafür aber in erster Linie brauchen, sind Erze. Und der Kollege hier hinten ist halt nicht ganz so schnell, wie ich mir das erhofft hatte. Ne, man kann jetzt irgendwie mal gucken, wie viel. Warum habe ich das denn immer noch im Liter? Ne, wir haben jetzt irgendwie hier. Wo ist denn das Silber? 300.000, also silbermäßig geht der gut ab. Haben wir dem eigentlich eine Lens gegeben? Haben wir einen guten Freund hier. Das ist eine Clear Lens, was braucht denn Silber? Ich weiß nicht, ob es dann an anderen Dingen mangelt. Nickel brauchen wir auch, oder? Infinity, ich weiß, ich schweife wieder ab. Nickel Singularity. Ja, es gibt auch eine Nickel Singularity. Also, was braucht denn Nickel für eine Dings? Achso, ich brauche natürlich in erster Linie mal Nickel Ore. Der braucht eine Grey Lens und Silver. Braucht Silver Ore. Danke. Und der braucht eine Light Grey Lens. Und mit einer Light Grey Lens bekomme ich halt nichts anderes. Ne? Dafür würde ich halt deutlich mehr schon Silber bekommen, aber der ist auch so echt gut. Der ist schon nicht schlecht. Genau, wir bräuchten halt noch mehr Speed-Upgrades eigentlich. ja, ich habe auch schon überlegt, ob wir hier vielleicht mehrere Void-Resource Miner hinstellen. Das Problem ist, dass wir nicht 300.000 oder 500.000 Silber benötigen, sondern 48 Millionen. Ja? Und ich habe keine Ahnung, wie wir so viele Erze bekommen sollen. Also... Ne? Also das alles da hinten, das hier ist ja schon Pipifax im Gegensatz zu dem. So, ich nehme an, das hier würde mir schon nicht so viel bringen. Ja, so, der da hinten irgendwie. Was wir natürlich überlegen können, ist die Erze halt wirklich zu vervielfachen. Also alles zu tun, um diese Erze aufs Maximum wirklich zu bekommen. Was wir machen können, ist eine Smeltery da hinstellen. Aber eine Smeltery ist halt wieder so langsam. So. Ne, schauen wir das doch einfach mal durch. Gucken wir uns doch einfach mal an, was können wir denn wirklich damit machen. Ne, also nehmen wir uns doch einfach mal dieses Silberohr, also beispielsweise jetzt, so, und gucken uns an, was können wir denn damit machen. Also hier bekommen wir 2 raus, das interessiert uns. Also wir wollen definitiv mehr als 2. Der hier bekommt 4 und wir bekommen auch, glaube ich, nirgendwo mehr als 4. So, Segment halt 2, das machen wir ja. So, dann gibt es Flux in der Dias, hier kriege ich auch 2. Im Pulverizer kriege ich schon mal mindestens 2. Mit Tectonic Petroteum bekomme ich immerhin 3. Jedes Mal. Im Induction Smelter bekomme ich mit Sand 2. Und mit Sand mit Blazing Petroteum nochmal. Was ja auch nochmal jede Menge Sulfur zum Beispiel braucht. Bekommen wir immerhin 3. 3 bekommen wir aber auch hier mit Petroteum, aber Petroteum braucht Basalt.
Das braucht wiederum nur Redstone und Obsidian. Obwohl Obsidian, stimmt, wir brauchen jede Menge Obsidian, ne? Warte mal. Aus 2 Redstone und ich glaube einem einzigen Obsidian. Nee, oh, und ein Viertel Obsidian. Aus 2 Redstone und einem Viertel Obsidian bekommen wir ein Basaltspowder und daraus bekommen wir 2 Petrotheum. Also aus 1/2 Obsidian und 4. Nee, aus ein Achtel Obsidian und einem Redstone bekommen wir Petrotheum. Und das können wir dann wieder 1 zu 250. Das heißt, wenn wir uns einfach mal um ein Litten Bucket zu bekommen, brauchen wir also ein halbes Obsidian und 4 Redstone. Ein halbes Obsidian und 4 Redstone bringen uns ein Bucket für Petrotheum. Und wir brauchen in Tectonic Initiator immer 100 Millibuckets. Das heißt, wir könnten mit 4 Redstone und einem halben Obsidian 4 Erze durchschmelzen. Ne, 10 Erze. So. Boah, da kriegen wir echt jede Menge raus. Von allem. So, Iridium. Genau. Ferrous Aluminium, Titanium Dust. Rutile kriegen wir aber durch Nüschte. Kriegen wir eigentlich auch irgendwo ein Nickel raus als Second Product? Ich glaube nicht, oder? Hier kriegen wir auch noch Sulfur, aber ich glaube, Energized Netherrack kriegen wir nicht. Oil Shale. Was es nicht alles gibt, die Silver Redstone. Was kriege ich daraus? Kriege ich daraus nicht? Ja, genau. Dafür brauche ich aber die Silver Redstone. Oh, und das habe ich nicht. Paras Iridium kriegen wir bei Platin. Tar. Und Tar kann ich umwandeln. Kann ich einfach nur verbrennen oder was? In Crucible Oil. Wow. Mit Oil Sand. Paras Gold, Opalras Iridium, Nita, Sulfur, Kobalt, Coal, Cinnabar bei Redstone. Oh, das ist gar nicht schlecht. Ach, guck, wenn ich einen Pulverizer nehmen würde. Warum nehme ich eigentlich keinen Pulverizer? Dann kann ich doch bestimmt schneller tunen, oder? Genau, hier kann ich 3 Diamonds, Sulfur, da Nickel. Bei Eisen kriege ich Nickel raus. Ja. Ja, ist die Frage, ob wir mit wirklich volle Pulle, oder es wäre halt nicht mal volle Pulle. Volle Pulle wäre wirklich der Induction-Smelter mit Cinnabar. So. Aber der Induction-Smelter mit Cinnabar benötigt ja. Ne, 4. Ich will 4. Dann kann ich entweder Rich Slag nehmen. Den bekomme ich aber nur Iridium. Iridium könnte ich. Normal. Iridium interessiert mich ja nicht, was die Singularities angeht. Und das, also Iridium hätte ich dann definitiv genug. So, da brauche ich nicht mehr. Okay, nehmen wir einfach mal das an. Nehmen wir also hier den Bridge. Oh, da kriege ich aber auch noch mit 5%. Große Chancen kriege ich nur, wenn ich mit Soul Sand, Book of Quartz arbeite. Also hier, Soul Sand, Block of genau, mit Soul Sand zu Block of Quartz. Ne, sonst brauche ich ja immer Cinnabar und das bringt es ja wieder nicht. Cinnabar kann ich ja so nicht. Okay. Das ist Cinnabar. Ich glaube, ich krieg so nicht wirklich viel. Also bei Nickel würde ich sogar noch viel kriegen. Aber Nickel will ich ja vermehren. Genau, hier wieder mit Cinnabar. Ich könnte einfach Uhren herstellen. Dadurch würde ich aber wieder Redstone verlieren. Und zwar für jede Uhr ein Redstone. Das heißt für 10 Slag wahrscheinlich dann ungefähr 10 Redstone. Das wäre mir ein bisschen doof. Dann lass uns doch. Genau, hier brauche ich für 4 entweder. Oh, stimmt. Hier würde ich sogar noch einen vollen Lead dann rausbekommen. Dann würde ich ja einen vollen Nickel bei Eisen rausbekommen. Das wäre tatsächlich nicht schlecht. Dafür brauche ich erstens Blazing Pyrotheum. Jo, ey.
Boah, ey. Was geht hier ab? Das wird ja mal die ultimative. Die Stable ist Redstone auf Glowstone. Das wird ja mal die ultimative Farm. Puh. Das können wir machen. Blaze Powder. Sulfur kriegen wir aus der Farm selbst. Im Pulverizer nämlich 5, kann das sein? Ne, warte mal, wir benutzen den Induction Smelter. Genau. Wir kriegen Sulfur im Pulverizer. Kriegen wir 6 Stück. Und mit Tectonic Petrotech. Ah, ne, 7 sogar. Oh. So, hier 6 Sulfur mit Sulfur-Ore. Boah, das wird ja mal eine Mörderkonstruktion. Aber das könnte lustig werden. Das wird, glaube ich, eine längere Folge. Wir sehen uns. Ich weiß, das war jetzt gerade ein sehr langes Grübeln. Ein sehr, sehr langes Grübeln. Eigentlich wollte ich das da hinten upgraden. Das mache ich jetzt kurz. Wir sehen uns nach einem Zeitraffer wieder. Wenn ich hoffentlich eine krassere Erzproduktion habe. Mit der Erzvermehrung des Todes. Bis gleich. Thank you.
So. Jetzt ist aber auch langsam genug. Ich nehme jetzt mittlerweile wieder seit 1,5 Stunden auf. Wenn ich das nicht aufgenommen hätte, das wäre wirklich enorm schade gewesen. Ihr seht, es ist ein bisschen interessanter geworden mit Kabeln überall, dass man sich hier reinbücken muss, um erstmal überhaupt hinzukommen. Ja, also es ist wirklich, boah, schrecklich. Überall hat es irgendwas. Und ihr seht, oder ihr habt vielleicht gesehen, es läuft nicht wunderbar. So soll das nicht laufen. Da darf kein Kopper rein. Warum soll der Kopper in den Duktschutzmelder? Der passt da auch gar nicht rein. Oh doch, da Ko passt Kopper rein. Ich kann damit Konstantan machen. Na. Wunderbar. Wow, das hoffe ich, dass hier. Dann hoffe ich, dass hier kein Kopper-Ingots reinkommen. Naja, lass es mich kurz erklären und dann ganz schnell diese Folge beenden. Weil die wahrscheinlich sowieso schon wieder viel zu lang ist und dieser Zeitraffer jetzt wahrscheinlich auf 2000% oder was weiß ich war. Ja, also hier haben wir unsere Mörder-Energiequelle, die einfach hier alles versorgt. Ich meine, gut, das ist jetzt nicht so viel. Ich meine, die macht 8000 EF pro Tick, das reicht ja locker. So, und was haben wir jetzt hier? Wir haben hier die Diamond Chest und das mag so aussehen, aber hier sind nicht überall die gleichen Dinge, sondern hier haben wir einen Pulverizer und hier haben wir drei Induction-Smelter. Warum Induction-Smelter? Hattet ihr ja vielleicht eben gesehen. Ich hatte überlegt, ob wir unsere Geschichte hier nicht also maximieren können. Ich glaube, das ist tatsächlich maximiert. Die einzige alternative Möglichkeit wäre eine Smeltree. Das Problem ist, eine Smeltree funktioniert halt nicht so gut. Also, ne, ich kann halt hier irgendwie mal eine Smeltree funktioniert zwar so, das Problem ist aber, dass ich hier ja nur Lava reinpacken kann und man in neueren Versionen auch Pyrotium da reinpacken kann. Und mit Lava geht es halt verdammt langsam. So, also ich kann hier unten ja mal Kopper reintun. Dann hätten wir zwar auch vierfache Erze, aber wir hätten halt nur den Induction-Smelter, wir hätten halt nur die Smeltree halt enorm langsam. Wir würden uns einiges ersparen, auch mit dem Dings jetzt hier. Ne, mit dem, ich nehme einfach mal Silver, so. Auch mit dem Cinnabar und sonst was. Das könnten wir uns dann alles sparen, das ist klar. Aber ihr seht, das geht nicht so richtig schnell. Und auch wenn man eine größere Smeltery nimmt, dann wird das hier ja auch nicht schneller. So, dann schmilzt er das ja nicht schneller ein. Ach, gucken, Travel Anchor. Ja, können wir uns vielleicht auch mal irgendwann damit beschäftigen. So, jetzt haben wir hier das Silver. Ja, super. Oh, das scheint zu erleuern. Zu irgendwas. Ach, Elektrum. Oh. Ja, viel Spaß dabei. Ne? Viel Spaß dabei, ne? Ja, ne, also das ist hier, außer abgesehen davon, dass wir keine Faucets haben. Aber das ist, stimmt, wäre kein Problem. Können wir überlegen, ob wir das dann doch vielleicht so machen, weil es einfach deutlich mehr uns dann. Also der uns dann einfach dieses ganze Gewusel da erspart. Ich meine, das Gewusel wäre ja ziemlich cool, wenn es funktionieren würde. Aber hier kommt halt nicht überall hin, aber an. Also habe ich den dritten einfach umfunktioniert zum Notfall-Induction-Smelter. Der funktioniert mit Sand und verzweifacht die Erze nur. So, das wäre ja hier. Moment, kann man nicht auch so verdreifachen? Ach so, aber auch mit Cinnabar wieder. Ne? Das heißt, ich könnte auch die Erze verdreifachen. Da hätte ich aber das Problem. Also das Problem hier ist ja nicht Blazing Pyroteum. Das ist kein Problem. Das Problem ist Cinnabar. So. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wir könnten ja einfach überlegen, ob wir da einfach kein Cinnabar, sondern Sand reintun. Ja, aber dann, ja, dann wäre es immer noch nur mal drei. Dann wäre es immer noch nur dreimal. Außerdem hätten wir dann diesen Extra-Ingot hier nicht immer. Mit Cinnabar, das ist halt schon ganz praktisch. Aber für Cinnabar brauchen wir halt, also das ist eigentlich sogar ganz praktisch. Für Cinnabar gibt es nicht viele Möglichkeiten. Und zwar gibt es entweder die Möglichkeit, das im Crusher zu machen. Das wäre aber ein bisschen. Achso, ne, hier hätten wir sogar 100% beim Industrial Craft, Engineering Crusher. Hier und hier seht ihr, sind genau die gleichen Zahlen, was Cinnabar angeht. Das interessiert mich also nicht. Also können wir diesen Pulverizer nehmen. Und hier nehmen wir ja jetzt schon Redstone Ore und da kommt im Grunde genommen zu wenig raus. Was ist aber mit Destabilized Redstone Ore? Und. Ne, ihr seht, man kann das nicht craften, oder ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass ich da drauf geklickt habe. Man kann es nicht craften. Es gibt also keinen Weg, aber es gibt ja auch noch andere Wege der Erzproduktion. Es gibt nämlich drei Dinge, die ich so grob überlegt, nee, vier Dinge, die ich so grob überlegt hatte.
Das wäre einmal die Erzproduktion, die wir da hinten haben, den großen Unfall, den ich natürlich wieder angeschmissen habe, keine Sorge. Den ich angeschmissen habe, damit wir Blaze Powder bekommen. Das sollte also jetzt wieder hinhauen. Und, achso, der Rest hier wird übrigens, damit ich ihn nicht, damit das nicht komplett unnötig ist hier, schmeiße ich den Rest einfach in eine Trashcan rein. Und lasse den hier nicht irgendwie in den. Oh! Oh! Moment. So haben wir nicht gewettet. Ne, halt. Okay. Ja, dann muss ich wohl abbauen. So. Und zwar wird hier Blaze Powder produziert. Das war die eine Variante. Die andere Variante war im Space. Das war der Orbital Laser Drill. Die war jetzt nicht so erfolgreich. Vor allem, weil sie ein bisschen buggy war. Die dritte Variante war dieser Void Ore Miner, den wir auch erfolgreich gebaut haben und der auch ziemlich in Ordnung funktioniert. Und die vierte Variante war die Quantum Quarry. Und ich kann euch schon mal sagen, nein, die Quantum Quarry ist keine ernstzunehmende Alternative, weil sie recht langsam das macht, weil man hier dann, na, also, ja, so muss hier nämlich gebaut werden mit diesen Quantum Quarry Actuatoren, für die wir aber Androids brauchen, für die wir ins End fliegen, weil wir sonst nämlich Chorus Fruits brauchen und ich dafür Golden Apples benötige und ich keine Golden Apples craften kann. Ich kann keine normalen Golden Apples craften, das ist kein Scherz. Ja, das geht einfach nicht. Also die ganz normalen kann ich nicht craften und ich kann ja gerne mal ein Barrel dahinstellen. Ich habe halt einfach immer noch so viele Stone Barrels, aber immer noch nicht. Also ich habe tatsächlich, der Bestand wird immer kleiner. Ein Barrel mit Water dahinstellen kann ich einfach mal. Aufs Mycelium hier. Dann sollte das zu Witchwater konvergieren. Vielleicht funktioniert das auch nur in Holzbarrels. Wie funktionieren Holzbarrels? Kann ich bitte mal ein oder ein Glasbarrel? Kann ich tatsächlich? Ich konnte auch ein Glasbarrel machen. Oder wir nehmen uns einfach mal ein Holzbarrel. Offensichtlich scheint es damit nicht zu funktionieren. Interessant. So. Vielleicht muss es wirklich auch, vielleicht muss es daneben stehen. Oder blicke ich da jetzt gerade nicht durch? Habe ich gerade irgendeinen Denkfehler? Ich meine, es kann sein. Ja. Keine Ahnung, was weiß ich. Auch ist jetzt auch egal. Wir haben auf jeden Fall hier. Jetzt bin ich raus, aber nee, die Quantum Quarry hier. Ist also möglich, wenn wir ins erweiterte End einfach mal gehen. Da habe ich aber natürlich jetzt heute keine Lust mehr zu. Trotzdem produziert sie, also sie simuliert das nicht nur, also sie hat nicht nur ein Loot Table, so wie der hier oder so ein Rezept, sondern sie simuliert wirklich das Abbauen. So. Und das. Moment, was läuft hier eigentlich schief? Warum ist hier immer noch kein. Oh. Habe ich den da nicht hingesetzt? Wow, das war jetzt auch nicht so schlau. So. Device Missing Channel, kommt Device Online gleich und dann macht er Brrrt. Danke, Device Online. Wunderbar. So. Genau, und der hier ist irgendwie voll. So, wunderbar. Aber sie simuliert wirklich das Abbauen. Das heißt, sie gräbt sich durch Schichten durch in einer Dimension, die neu generiert wurde, so wie ich das jetzt verstanden habe. So funktioniert das technisch. Und das heißt, dass es da in dem Untergrund, in dieser Dimension, ja auch Destabilized Clathrate Rate geben könnte. Also, nee, wie heißt das? Destabilized Ore? Keine Ahnung. Ah, komm. Gib mir noch einen Sinn, aber. Wunderbar.
Hier, Destabilized Redstone Ore. Und dieses Ore könnte es ja auch in diese Dimension geben. Und das heißt, wir könnten mit einer Quantum Query, das heißt, wir haben so eine Hybridlösung aus dem und aus einer Quantum Query. Vielleicht kriegen wir da Destabilized Redstone Ore raus. Damit können wir Cinnabar machen und damit deutlich mehr hier produzieren. So. So der Plan. Generell ist das hier alles so ein bisschen verwurstelt. Das werde ich jetzt ganz im Detail, glaube ich, nicht erklären. Ich meine, das ist auch nicht so kompliziert. Hier wird halt Pyrotierung, das kommt dann in den Magma, ne? Und dann hier und dann zack und dann boom. So. Jetzt ist die Folge auch definitiv lang genug. Ich weiß nicht wie lang, aber ich weiß zu lang. Dankeschön fürs Zuhören. Macht's gut. Bis nächstes Mal. 1:40 Aufnahmezeit. Mit trotzdem noch ganz ordentlicher Beleuchtung und natürlich richtig krasser Rüstung. Ciao.